Guten Tag, liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Ich heiße Christoph Müller, ich bin Benediktiner und Pfarrer im Großen Walsertal. Ich habe vor 17 Jahren den Jakobsweg gemacht und da gab es nachher viel zu erzählen, Kurzweiliges. Habe mir dann doch überlegt, was bleibt vom Ganzen und habe gemerkt, es ist nicht einmal das Kurzweilige, sondern das Langweilige. Tag für Tag, einen Schritt vor den anderen, der Kopf zuerst voll und dann mit der Zeit immer leerer. Und einmal leer geworden, nahm ich alles viel intensiver auf. Wir leben jetzt in der Corona-Zeit, für viele auch eine Zeit der Leere. Und manche nehmen sie zum Anlass, selber etwas leerer zu werden oder etwas leer zu machen, auszumisten und erfahren, das befreit. Zudem ist heute Karsamstag, das ist der leerste Tag des ganzen Kirchenjahres. Da läuft rein gar nichts und die Osternacht, die gehört bereits zum Sonntag. Bewusst ist nichts los, damit man sensibel wird auf das Geschenk von Ostern und da durchdringt der Auferstandene geheimnisvoll den ganzen Kosmos, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine. Und in allem ist dann eine feine Spur von ihm zu finden, auch in den Wunden, weil er als Auferstandener die Wundmale beibehalten hat. Das geschieht ganz unspektakulär. Für jene zu erahnen, die hinter die Dinge blicken können. Für uns alle bete ich um diesen Blick für das dahinter. Vielleicht haben jetzt Krankenschwestern und Ärzte zugehört und gedacht, ja, der Pfarrer da leer werden, die sind so voll vom Ganzen. Für die habe ich noch etwas mitgebracht. Beim Radfahren werde ich hier und da leer und kommen mir Ideen und die fasse ich in Reime. Also, das ist jetzt für Sie. Es ist so schwierig, was zu reimen auf das, was in Spital und Heimen die Ärzte und das Personal jetzt leisten, oft in Unterzahl. Das einzig Mögliche ich tue, ich winke Ihnen dankbar zu. Da ständig sie von weiß umgeben, mache ich es schwarz bekuttet eben. Danke ich Ihnen, dass Sie 3 Minuten mit mir auf den Bänken in Blons waren und die 2 Meter Abstand eingehalten haben.